Isabel, sehr schönen guten Morgen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast heute fürs Interview. Wir hatten uns im Vorfeld ja schon über die Interviewreihe unterhalten. Diesbezüglich möchte ich diese gar nicht großartig vorstellen, sondern würde mich freuen, wenn du dich mal präsentierst, à la Elevator Pitch, mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du heute unterwegs bist. Ja, so guten Morgen, Michael. Mein Name ist Isabella. Ich bin Französin, wie Sie können hören. Ich habe geöffnet ein Coworking Space in Juni in Wien, im zweiten Bezirk. Das ist schon meine dritte Firma. Ich bin Entrepreneur seit ich bin 28 Jahre. Und meine Leidenschaft war immer, ich werde sagen, Firmengründung, Entrepreneurship und Startups. Ich bin sehr, sehr froh, weil seit ich habe diese Coworking geöffnet, habe ich sehr, sehr viele interessante Menschen getroffen und sehr, sehr viele Ideen auch von die Coworkers, aber von die Besucher bekommen. Und gerade wir sind auf die Gründung für einen Inkubator, Corporate Inkubator für Großfirmen. Ja. Das ist unser neues Projekt und das ist extrem interessant. Wie muss ich mir das Thema Coworking vorstellen? Das heißt, du besitzt Räumlichkeiten, die du anderen für eine bestimmte Zeit oder für einen Tag, wie auch immer, für einen bestimmten Zeitrahmen zur Verfügung stellst? Es könnte so sein, aber in unserem Coworking, ich muss sagen, das ist wegen meiner Personalität. Natürlich, wir haben Mitglieder, die sind in unserem Coworking Space und die nutzen Arbeitsplätze und bezahlen dafür. Aber das enorme Vorteil von diesem Coworking ist natürlich dieses Netzwerk. Ich muss sagen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich profitiere selbst von diesem Netzwerk. Und ich muss sagen, dass was ist interessant bei Coworking ist nicht die Fläche oder das Gebäude, ist das Leben und was passiert drinnen. Und zusätzlich, was du kannst bauen, das bedeutet Inkubator, Accelerator, Investoren zu mitnehmen, ich werde sagen Advisory Services, das du kannst anbieten. Und diese große Dynamik, dass du kannst hier bauen, die Firmen und die Entrepreneurship zu entwickeln. Das ist wirklich ich muss sagen, das ist eine unglaubliche Geschichte, was passiert in einem Coworking. Und ich würde sagen, heute, ich sehe keinen Sinn, wenn eine Firma sagt, okay, ich nehme ein Büro für vier, fünf Menschen, weil wir sind heute, ich bin geöffnet seit 3 Monaten, das ist nicht lange Zeit her, aber ich habe schon Anfragen von Firmen in unserem Bereich von Startups, die wollen bei uns kommen, nicht als Startup, nicht wegen die Räumlichkeiten, aber nur wegen diesem Netzwerk, das wir bauen. Und das bedeutet, heute, wir haben 400 Quadratmeter in diesem Gebäude, wo ich bin. Und wir haben die Möglichkeit, ein andere 400 Quadratmeter in die Obergeschoss zu übernehmen. Und dort werden wir natürlich installieren, Firmen, die sind in unserem Bereich, Investoren, Corporate Innovation Process Firmen, was haben wir noch? Online Tools für Startups. So. Es bewegt wirklich, wirklich sehr viel und Wien ist eine super dynamische Stadt dafür. Ja. Also bist du eigentlich mehr die Netzwerkerin und die Netzwerke aufbaut und die Kontakte schmiedet und die Spaß dran hat mit diesem französischen Charme, nenne ich es jetzt mal, und den Heißhunger und Interesse daran zu sehen, wie Unternehmen wachsen und wie sie zusammen Synergien kreieren, Ja, sprich fast ja. schon Unternehmensberaterin. Ja, das ist schon mein Leidenschaft, eigentlich zu verstehen, jeder Prozess, jedes Thema von Firmen, jede Möglichkeit von Entwicklung, jede problematische Art, das die haben. Und ich finde diese Netzwerkmöglichkeit unglaublich powerful. Und
Es ist wirklich, diese Coworking Space ist nur ein Tool, ist nur eine Möglichkeit, diese ganze Netzwerk zu entwickeln. Und das ist interessant, weil nur, ich werde sagen, Plätze zu vermieten ist nicht ein Vorteil, weil das bringt keine Kreativität, keine, wie sagt man, keine Intellektualität, keine Kenntnisse an dich. Ja. So, das war nur ein Schritt zu bauen dieses Netzwerk und zu entwickeln diesen Prozess. Ja. Das heißt, möglicherweise bindest du dich auch in die Unternehmen, sprich investierst du dann selber Zeit oder möglicherweise Geld hinein, wenn du sagst, da sind tolle Partner im Coworking, wo du denkst, die Ideen könnten klappen, warum soll man sich nicht gegenseitig helfen, entweder durch Wissen oder möglicherweise Menschen, die hinein investieren? Ja, endlich, wir haben zwei Dinge. Ein ist die Menschen, die wollen jetzt bei uns kommen, in diese andere 400 Quadratmeter, das wir werden umbauen, weil wir bekommen natürlich schriftlich Verträge. Diese Firmen, die könnten eigentlich in ein anderes Büro gehen. Die könnten, einige von diesen Firmen nutzen schon 200, 300 Quadratmeter selbst, haben zwischen 8 bis 15 Mitarbeiter, aber die wollen bei uns kommen, diese Netzwerke zu entwickeln und diese Dynamik von Startup zu nutzen. Ja? Mhm. So, das ist der erste Punkt. Die zweite ist dieses Projekt, das wir haben, diese Corporate Incubator, das ich möchte bauen. Das bedeutet, wir werden natürlich anbieten, ein All-in-One-Dienst an Großfirmen. Das wird inkludieren natürlich die Plätze, aber die Netzwerke, das Mentoring, das wird auch inkludieren, Businessplan-Prozess, wo wir werden natürlich helfen, die Menschen, diese Startup zu bauen. Ja. Und wir werden natürlich in diese Pool auch Advisory Services haben, sowie Rechtsanwalt für Intellectual Property, Accountant, Steuerberater für diese finanziellen Plan und Evaluation. Das wird auch, wir werden auch integrieren eine Outplacement Firma, weil natürlich wir werden von diesen Menschen ein Assessment Skill machen, woher die anfangen, diese Startup an diese Projekt zu arbeiten. So, es ist ein bisschen kompliziert, wie ich erzähle das, aber wir bauen ein Ökosystem, wo wir werden die Möglichkeit geben an Startup oder an Projekt, an Menschen, die haben ein Projekt, wirklich die Möglichkeit, dieses Projekt zu entwickeln, bis die erfolgreich natürlich. Bist du dann heute noch gezwungen, so wie wir uns kennengelernt haben, über die Online-Welten, dieses Thema selbst über die Online-Welten bekannt zu machen? Oder ist es schon so weit, dass die Leute, wie du vorhin erzählt hast, auf dich zukommen und sagen, ich habe da von jemandem gehört, sprich diese sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die schon eher funktioniert, als dass du online dafür das Ganze noch bewerben musst? Ich muss sagen, das ist lustig, weil wir sind sehr, sehr frisch im Markt. Und wir haben geöffnet im Juni, so das war Juli, August, aber ich glaube, das ist die Mundpropaganda. Natürlich haben wir sehr viel in sozialen Netzwerken kommuniziert. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit, meine persönliche Zeit, in sozialen Netzwerken investiert. Und, aber jetzt, das geht durch Mundpropaganda, weil ich sehe, dass die Firmen oder Menschen, die wir haben schon identifiziert, drei Monate vorher, und die sind nicht bei uns gekommen, kommen gerade jetzt zu uns, ja. Weil die haben gehört von anderen Menschen, dass wir haben zuerst ein sehr schönes Coworking Space, aber zusätzlich, dass wir wollen entwickeln andere Projekte, wir wollen integrieren diese Inkubator, dass wir haben auch als Vorteil ein Austausch von Inkubator zu machen, mit ganz andere Länder, so
Es sind sehr viele neue Ideen dazu gekommen, und man spricht mit jemandem, er spricht mit anderen Menschen, und dann diese Menschen kommen zu ihnen. Ja. Das ist sehr dynamisch, aber Wien ist wirklich eine sehr, sehr dynamische Stadt dafür, muss ich sagen. Fantastisch. Jetzt kommt immer so der Zeitpunkt des Interviews, wo ich mal eine gewagte These in den Raum schmeiße. Nämlich, wenn ich jetzt auf dein Leben, was du so in dieser Kurzform präsentierst, hast, zurückschaue, könnte ich mich dahin reißen lassen zu sagen, die Isabel Richard hat in ihrem Leben noch keine große Herausforderung, noch keinen Lerneffekt gehabt, sprich sie ist noch nie auf die Nase gefallen. Oder gab es da mal Momente, wo gerade ein Entrepreneur sagt, natürlich sind dir auch mal Dinge nicht direkt geklappt, sprich misslungen, aber man muss sie nutzen, um zu schauen, was ist da passiert, was ist vielleicht, hat nicht ganz so geklappt, dass man dieses Wissen dann dafür genutzt hat, sprich in dem Fall du, um da zu sein, wo du heute bist. Sprich, könntest du mal eine Situation, wo du sagst, da ist etwas, hat nicht ganz so geklappt, mal präsentieren, wie du mit ihr umgegangen bist und was du vielleicht auch daraus gelernt hast? Also, ich habe nicht ganz verstanden deine Anfrage, aber du möchtest, dass ich präsentiere wie sagt man, mein Leben als Entrepreneur, oder? Ja und nein, es geht ja nicht immer nur aufwärts. Manchmal du geht's möchtest wissen, ja, natürlich, das, weißt du, das ist meine dritte Firma, meine erste Firma, das ich habe gebaut, das war in 96, ja. Und das war eine Industriedesign-Firma, und meine Kunden waren in China. Ich habe 20 Mitarbeiter gehabt, mit 7 in Frankreich und 13 in China. Und das hat super funktioniert, 10 Jahre. Und nachdem, natürlich, ein Tag, sind sehr viele Designfirmen gegründet in China, und ich habe kein mehr Geschäft gehabt. So, ich habe die Firma geschlossen. So. Das war extrem schwer, weil diese Firma war mein Baby. Ich habe 10 Jahre von meiner Zeit dort investiert. Aber ich glaube, weißt du, das ist egal, was passiert. Natürlich, du hast einige Zeit, wo du bist wirklich am Boden und du denkst, okay, was mache ich jetzt? Oder manchmal, du hast auch keine Idee. Und für einen Entrepreneur, ich denke, das ist so wie ein Maler oder wir sind Künstler. Das bedeutet, wenn wir haben keine Kreativität, wir sterben, weißt du, was ich meine? So, was ich kann sagen an die Entrepreneur, es ist etwas, das du hast wirklich drinnen, von Anfang, und egal was passiert, egal wie die Probleme sind, du wirst immer weitergehen, ja? Du kannst eine Firma gründen, das geht super gut, 10 Jahre, dann du schließt, dann du probierst in ein anderes Geschäft, das ist immer das gleiche Prozess, eine Firma zu gründen, egal in welchem Bereich. Du machst eine zweite Firma, das funktioniert vielleicht gut und dann nicht mehr, oder was passiert auch, das interessiert dich nicht mehr. Das hat auch passiert zu mir, die zweite Mal, dass ich war nicht mehr interessiert in diesem Bereich. So, aber diese Entrepreneurship ist drinnen, und ich denke, ich werde Entrepreneur sein bis 80 Jahre, bis ich sterbe, weil ich kann nicht mein Leben vorstellen ohne diese Adrenalin von Entrepreneur. Ja. So, ja, ich werde sagen, an jeden Entrepreneur, macht, was du denkst, macht, was du willst. Du musst fertig sein, dass zwischen der Anfang von deinem Projekt und was wie und wie dieses Projekt wird sein, am Ende wird ein großer Unterschied. Aber zwischen dem Anfang und dem Ende, der Unterschied ist diese Kreativität und diese Abenteuer. Ja, Abenteuer. Entrepreneurship ist ein Abenteuer. Sehr interessant Abenteuer. Um sich auf ein Abenteuer einzulassen, heißt es ja auch, dass man körperlich und geistig dem gewachsen sein muss. Gibt es etwas, was du für dich selber tust, für deinen Körper und deinen Geist? Sprich, betreibst du Sport oder achtest du auf die Ernährung? Gibt es da irgendetwas oder sagst du, nein, ich liebe all das so sehr, dass ich da nichts für tun muss, sondern die Freude an der ganzen Aufgabe reicht voll und ganz? Okay.
Es ist jetzt ein Thema, weil für mich, wenn ich bin in diesem Kreativitätsprozess, ich habe keine Zeit für andere Dinge. Das bedeutet, ich habe keine Zeit zum Sport zu machen, keine Zeit zum Essen, keine Zeit zum Trinken, weil ich bin total drinnen. Ja? Und wenn die Firma ist schon in einer, ich werde sagen, on the break-even, und das kommt, wir sind ein guter Weg, und ich habe das Gefühl, dass ja, das erfolgreich ist da, dann gehe ich ein bisschen runter und kümmere ich mich über mich. Ja. Aber am Anfang, das ist ein bisschen verrückt, aber ich bin total in der Prozess. Und jetzt, ich bin total in der Prozess. Heute, ich weiß, das wird dauern circa ein Jahr. Ich mache keinen Sport, ich esse nicht sehr gesund, ich mache nicht alles gut für mich, aber ich mache alles gut für meine Firma jetzt. Und ja, in Zukunft, ich weiß, ja, das wird viel besser sein, weil ich laufe sehr viel normalerweise, wenn ich bin in einem nach diesem Kreationsprozess. Ich laufe dreimal die Woche, ich esse gesund, ich laufe gut, aber nicht an diese an die Anfang. Ja. Die Anfang ist immer sportiver, werde ich sagen. Ja. Das ist ein bisschen sportiver. Wenn jemand noch mehr über dich und dein Unternehmen erfahren möchte, wie lautet die Website und auf welchen sozialen Kanälen wie Facebook als Beispiel bist du unterwegs? So, wir haben eine Website unter www.talentflow.at. Wir sind durch diesen Namen in Facebook, Twitter, Instagram, und ich bin auch in LinkedIn. So, es ist ganz einfach, mir zu finden. Wir sind überall, ja. Wir probieren überall zu sein. Fantastisch, dann würde ich sagen, danke ich dir fürs Interview, auch für die Einblicke in dein Leben. Ich wünsche dir weiterhin diese Freude am Wachstum, am Vernetzen, an weiteren Ideen, an neuen kreativen Momenten, mit dem kleinen Wink, den wir so selber aber wissen, ab und zu dann doch vielleicht mal wieder auf dich zu achten und nicht nur auf die Aufgabe. Und wir werden auch, du kannst sagen, mein großes Vorteil, natürlich, ich möchte entwickeln in Österreich, aber ich möchte gerne auch in Deutschland etwas machen. Weißt du, vielleicht in München am Anfang und dann warum nicht Frankfurt oder Berlin. Ja, wir werden sicherlich in Deutschland kommen. Ja. Wir bleiben im Kontakt und wir werden berichten davon, wie dein Netzwerk dann noch mehr wächst und wie viele Standorte du Stück für Stück damit erobern wirst. Okay. Ich danke dir fürs Interview. Danke, Michael. Danke, tschüss. Tschüss.